Da rein? Mhm. Dann komm! Hey, warte auf mich! Wow! Oh ja! Yeah. Das ist ja richtig riesig hier. Ja, wirklich. Das hätte man bei dem kleinen Laden gar nicht für möglich gehalten. Wollen wir bei den CDs gucken? Klar, können wir machen. Jacqueline! Ja, Tessa? Guck mal, hier ist eine Single von Drake. Voll cool, oder? Ja, schon. Ich guck da hinten weiter. Hast du denn was gefunden? Ich liebe dieses Lied. Oh, oh, seit wann stehst du denn schon da? Vielleicht gerade eben. Welches Lied denn? Das hier. Lidushi? So heißt die Sängerin. Das Lied heißt Hayas Tamina Patan. Noch nie gehört. Seit wann habt ihr sowas in der riesen LPS-WG? Gute Frage. Aber ich find's gut. Dann kauf's doch. Dir, wirklich, du kannst es dir holen. Komm, ich hab gesagt, ich lade dich ein für heute. Wenn du die CD haben willst, dann kauf sie dir. Was ist, wenn ich es ein paar Mal gehört habe und es dann später doch nicht mag und mir dann den Kauf bereue? Ach, Quatsch. Aber wenn du willst, können wir ja sicher gehen. Ich kann ja mal die Ladenbesitzerin fragen, ob sie das Lied für dich anmacht. Das willst du tun? Klar, warum nicht? Dann muss ich nur die Single mitnehmen. Danke nochmal. Ach, kein Ding. Ladenbesitzerin! Ladenbesitzerin! Wo sind Sie? Ladenbesitzerin? Wenn du die Ladenbesitzerin suchst, dann musst du in die Gitarrenabteilung gehen. Da steht die Kasse und da ist sie meistens dran. Dankeschön für die Information. Geschäftsführerin! Geschäftsführerin! Oh, da ist sie ja. Hallo, Geschäftsführerin. Ach, nicht doch nicht so förmlich. Du kannst mich Melody nennen. Und mit wem habe ich es zu tun? Ich bin Tessa und meine Freundin möchte gern ein Lied kaufen. Sie weiß bloß noch nicht, ob es ihr wirklich super doll gefällt. Deswegen wollte ich fragen, ob sie es hier im Laden anspielen können. Na klar doch, dann gib mir doch mal die CD. Ja. Dankeschön. Ich werde sie sofort anmachen. Vielen, vielen Dank. Sie wird sich richtig freuen.
Lehrerin. Jacqueline. Da bin ich wieder, Jacqueline. Und? Freust du dich? Ja, super sehr. Dankeschön. Wundervoll ist sie. Siehst du? Du kannst dich das Single kaufen. Ist kein Problem. Wirklich? Du bist eine tolle Freundin. Danke, ich weiß. Aber du bist auch eine tolle Freundin. Das freut mich. Jacqueline, ist es okay, wenn ich kurz in die Gitarrenabteilung gehe? Klar. Man sieht dich. Mal sehen, wie viel die kosten. Boah, sind die aber teuer. Aber auch so cool. Wo bin ich denn hier gelandet? Auf meiner Jobsuche bin ich ja total weit abgekommen. Was ist da denn? Ich schau mal lieber nicht nach. Tessa, wie weit bist du? Hä? Ich bin noch eigentlich ganz beschäftigt am Gucken, aber warte mal. Hier die CD. Danke. Ich hab sie auch schon bezahlt. Keine Sorge. Cool, du bist voll nett. Ja, aber weißt du, ich hab noch nicht die richtige Gitarre gefunden. Wenn du willst, kannst du mir ja helfen. Klar, warum nicht? Ich finde irgendwie, sie sehen alle super gut aus, aber sie sind so teuer. Hey, da kann ich ja mal fragen. Ehrlich gesagt weiß ich auch nicht viel von Gitarren. Ist okay. Aber danke, dass du versucht hast, mir zu helfen. Ja, kein Problem. Ich guck mich dann noch ein bisschen um. Mach das. Wow, mega cool hier. Jetzt muss ich nur noch die Geschäftsführerin finden. An der Kasse, Gitarrenabteilung. Danke. Entschuldigen Sie, sind Sie die Ladenführerin? Was sind denn heute alle so förmlich? Nenn mich ruhig Melody, aber ja, heute hier steht für dir die Besitzerin des Ladens. Das ist gut, denn ich wollte fragen, ob Sie vielleicht jemanden brauchen, der einen Nebenjob sucht. Du meinst damit dich, oder? Na klar, von wem denn sonst? Nun, also, zwar ist der Laden nicht so sehr besucht aufgrund des Standorts, aber es kommen schon einige Leute hierher und manchmal ist es alleine ganz schön schwierig. Aber bevor ich dich einstelle, weißt du denn noch etwas über Musik? Na klar weiß ich was über Musik. Wer weiß heutzutage nichts über Musik? Ja, das wollen wir erstmal sehen. Es kommen viele herein, die denken, die wüssten alles über Musik. Dabei gibt es Unmengen an Dingen zu wissen, zum Beispiel die Noten. Es gibt bestimmt nur wenige hier, die wissen, wie man eine Partitur schreibt oder wie das System da überhaupt zu funktionieren hat. Dann natürlich auch die ganzen aktuellen Charts und so weiter. Da möchte ich irgendwie jetzt nichts Falsches sagen, das muss man natürlich auch wissen. Aber diese ganzen Hintergrundgeschichten, die sind auch wichtig. Also, was kannst du? Um ehrlich zu sein, ich beschäftige mich mehr mit Mathe und mit IT-Systemen und habe, was Computer angeht und was Mobiltelefone von heute angeht, sehr viel auf dem Kasten. Von Musik weiß ich zwar jetzt nicht nichts, aber halt, das ist jetzt nicht mein Spezialgebiet. Was denn zumindest wie die Notenleiter geht? Na klar! C, D, E, F, G, A, H, C. Nicht schlecht, nicht schlecht, mein Freund. Hast du noch Ahnung von Instrumenten? Gitarren, Klaviere, Geigen? Erzähl mal was.
Also es gibt Zupfinstrumente, es gibt Streichinstrumente und es gibt Tastinstrumente. Tasten, da zählen alle wie Klavier, Piano, Keyboard und so weiter dazu. Es gibt Zupfinstrumente wie Gitarre, E-Gitarre, Harfe. Und es gibt Streichinstrumente wie zum Beispiel die Geige oder das Cello. Aber der Kontrabass wird auch gezupft, komischerweise. Das war alles sehr gut. Ach komm Sie, das ist Durchschnittswissen. Ich glaube, das weiß jeder Zweite. Wenn ich den Job nicht kriege, dann müssen Sie es nur sagen. Ach, warum denn gleich so pessimistisch? Glaub mir. Es gibt sehr viele hier in der Riesen-LPS-WG, die wissen nicht mal, was ein C ist. Oder wie man es singt. Von daher bist du diesen meisten schon sehr überlegen, mein Freund. Hut ab. Das freut mich zu hören. Also bekommst du den Job. Echt jetzt? Ja klar. Vor allem kann ich jemanden gebrauchen, der sich um meinen Systemcomputer im Büro kümmert, weil manchmal spinnt er ein bisschen. Na klar, kein Problem. Und was soll ich jetzt machen? Du kannst dich ja mal umschauen und die Kunden beraten. Und je nachdem, wie gut du dich anstellst, überlege ich, wie gut ich hier bezahle. Alles klar. Das ist Tessa. Vielleicht braucht sie ja Hilfe. Bei jemandem, den ich kenne, müsste es ja eigentlich etwas leichter sein, ihn zu beraten. Was denkst du, was du da tust? Hä? Du sollst doch Kunden beraten, mein Freund. Ja, das wollte ich auch gerade tun. Ich glaube, die Kundin da vorne braucht etwas Hilfe. Um die kümmere ich mich lieber. Ich denke, da hinten in dem anderen Raum. Da sah jemand so aus, würde er deine Hilfe brauchen. Ach echt? Ja, ich denke, das wird eine gute Übung für dich sein. Alles klar. Guck mal, Izzy, hier steht eine CD von Britney Spears. Ist Chrissy nicht ein Fan von ihr? Ja, kann sein. Brauchst du was, Schätzchen? Hä? Ja, also ich suche nach einer Gitarre, aber die sind alle so teuer. Lass mal sehen. Ja, also die Preise sind schon nicht ohne, aber das ist halt eine Gitarre, ne? Gitarren sind hochqualitativ und alle hier sind mit Hand gefertigt. Mit Hand? Ja. Also selbstgemacht. Egal ob Flügel, Pfote oder sonst was oder Kralle. Alle selbst gemacht. Wow, das weiß ich sehr zu schätzen. Aber gibt es nicht vielleicht noch ein günstigeres Modell für eine Anfängerin wie mich? Da müsste ich etwas in meinen Vorratskammer haben. Ich such mal. Ja, eine Gitarre. Ein vorgefertigtes Modell. Es ist noch nicht so ein Modell wie da an der Wand. Aber es wird für den Anfang, glaube ich, ausreichen. Und ist auch noch nicht so teuer. Wie viel wollen Sie denn dafür? Ich denke mal, 15 Euro würden ausreichen. Wirklich? Na, das kann ich locker bezahlen. Hier. Dankeschön. Viel Freude mit der Gitarre. Werde ich haben. Oh, cool. Meine eigene Gitarre. Vielen Dank. Ich will mich trotzdem nochmal hier umgucken. Ja, tu das. Wen Melody wohl gemeint haben könnte. Genau, aber sie meinte sie. Gerne mal fragen. Entschuldigung, brauchst du etwas? Fragt. Dann nicht. Eigentlich suche ich doch etwas. Aber ich weiß nicht was. Und das ist bestimmt voll peinlich. Soll ich trotzdem fragen? Gleich ist er weg. Warte.
Oder vielleicht doch... Ja, wie kann ich dir helfen? Weißt du, das klingt vielleicht etwas merkwürdig, aber... ich suche nach etwas, aber ich weiß nicht was. Ich mag es nämlich, meine eigene Melodien auszudenken. Ich würde sie gern aufschreiben, aber ich weiß nicht wie. Ach Quatsch, das klingt doch nicht merkwürdig. Und ich glaube, ich weiß sogar, wie ich dir helfen kann. Bin gleich wieder da. Okay. Hier. Schau mal. Wir haben im Laden ein Buch da, das zeigt dir ganz einfach und in ganz einfachen Schritten, wie du Noten lesen kannst und deine Melodien in Schrift verfassen kannst. Es ist alles da drin, kannst du ja mal durchgucken. Okay. Auf der Rückseite steht, dass es 13,99 € kostet. Es ist ein stolzer Preis, ich weiß, aber ich habe es mir kurz durchgeguckt, als ich es geholt habe und naja, das Inhaltsverzeichnis verspricht schon mal sehr viel und auch die veranschaulichten Bilder dazu und wie man das gut erklären kann und in anderen Worten ausdrücken kann und da sind sehr viele gute Hilfsmittel drin, auch zum Komponieren von richtigen Liedern, wie zum Beispiel, wie ein Refrain entsteht oder eine Strophe. Das könnte vielleicht weiterhelfen. Das ist sehr lieb von dir, dankeschön. Bitte, Mama, habe ich doch gern gemacht. Jacqueline, bist du soweit? Geh du schon mal raus, ich komme gleich nach. Okay, bis gleich. Ich denke, ich kaufe mir das Buch. Ja, das ist eine gute Idee. Hey, da bist du ja. Ja. Sag mal, was hast du denn da? Ach, das ist ein Buch. Ein gutes Buch, denke ich. Ja, auf jeden Fall. Und was für ein Buch? Ja, das ist, na gut, ja. Also, bitte find das jetzt nicht komisch oder so, aber mit dem Buch kann man Noten lernen und eigene Melodien aufschreiben. Und da stehen ganz viele interessante Tipps drin und deswegen habe ich es mir geholt. Aha. Nee, wieso soll ich das komisch finden? Also, ich bin nur erstaunt, dass du dir das kaufst, weil ich wusste gar nicht, dass du sowas brauchst. Wozu brauchst du denn das? Einfach so. Ich find's ganz interessant. Ja. Egal, ich tu's einfach mal in unsere Tasche. Wow, du hast dir eine Gitarre gekauft. Ja, dann kann ich richtig drauf los. Jam wie wild ohne Ende. Yeah! Ich meine, es ist nur ein Prototyp. Aber trotzdem, ich freue mich riesig. Endlich eine richtige Gitarre. Yeah! Cool. Dann war es für uns beide doch ein gelungener Tag. Ja, auf jeden Fall. Und ich habe ihn mit dir verbracht. Es war super cool. Ganz meinerseits. Dann lass uns. Ja. Oh. Hey Joshua, kommst du jetzt lästig mit mir zusammen nach Hause? Ja, kannst mal sehen. Ich dachte, du wärst schon längst vor mir da, weil du keinen Job gefunden hast. Ich und keinen Job gefunden? Tja, das entspräche nicht der Wahrheit, denn ich habe einen Job. Ach ja? Und wo? In der Modeboutique? Könnte ich echt gut zutrauen, yo. Tja, von wegen. Ich hab einen Job in dem Musikladen. Ha. In was für einem Musikladen, bitte? Hast du bestimmt nur ausgedacht. Es gibt keinen Musikladen hier. Oh doch, den gibt's. Genauso sehr wie ein Wahrsagerbüro. Oh Mann, du bist echt witzig. Nee, wirklich. Und Tessa habe ich auch getroffen. Ach ja? Was hast du denn so erzählt? Nun, ich habe nicht mit ihr geredet, aber ich habe sie gesehen. Ach ja? Und was hat sie gemacht?
Sich eine Gitarre gekauft? Das glaube ich wohl kaum. Sie hat doch gar nicht so viel Geld. Aber genau das hat sie getan. Hä? Echt jetzt? Mhm. Ah, ja. Egal, kommen wir zum Wesentlichen. Wie viel Geld hast du denn verdient? Wieso soll ich zuerst sagen? Du hast doch auch gearbeitet. Okay, wir sagen es auf drei, okay? Alles klar. Eins, zwei, drei. Hey, Dudes, I'm back from work. Und was ist denn hier kaputt? Wir haben deinen Rat befolgt und waren arbeiten und... Ihr wart arbeiten? Das ist doch voll super. Und warum macht ihr so trübe Gesichter? Wir haben nicht mal annähernd genug für die Wohnung zusammen. Und du hast dich so auf uns verlassen und wir haben dich wieder enttäuscht. Das tut uns sehr leid. Ach, pappelapapp. Ihr habt mich nicht enttäuscht. Im Gegenteil, ich bin total stolz auf euch. Hä? Ach ja? Echt jetzt? Klar, ich meine, ihr seid alleine losgezogen und habt beide jetzt einen Nebenjob. Sprich, wenn ich mir nicht genug verdiene, dann helft ihr ein bisschen aus und das zeigt ein bisschen von Eigeninitiative. Ihr seid wirklich cool, wirklich. Und zur Feier des Tages mache ich extra für uns meine berühmten Ossi-Burger. Und sie werden euch bestimmt schmecken. Das habt ihr euch echt verdient. Danke. Echt, danke, Verity. No props, Josh. No props, Matteo. Sie nennt mich Josh. Hey, und ich krieg keine Abkürzung, oder was? Etwas auf O enden zu lassen, ist fast wie eine Abkürzung bei uns in Australien. Also, fühl dich gerührt. Sie lässt meinen Namen auf O enden. Moment, er endet aber immer auf O.